kompletten Hitze bei einem der größten Touch-Football-Turniere in ganz Deutschland, beim Capital Cup 2019, organisiert von der TIP. Von der Turngemeinde in Berlin kamen auch in diesem Jahr wieder Spieler und Teams aus aller Welt zusammen. We're from Donnybrook Touch Rugby and we're based in Dublin in Ireland, and we've come over here today to have a bit of a run out against a bunch of the German teams, so it's really, really good to be here. I decided to start playing touch rugby when I moved to Frankfurt because I had played rugby in the States. In Deutschland ist der Touch Football sicher nicht jedem ein Begriff, noch nicht. Es handelt sich nämlich um eine der am schnellsten wachsenden Breitensportarten überhaupt. Mit Robbie McGregor war auch der Vater des Touch-Footballs in Deutschland mit dabei. Er stellte als Schiedsrichter sicher, dass alle Regeln eingehalten werden und freut sich natürlich über die positive Entwicklung der Sportart. Ja, ich bin hier in Berlin seit 19 Jahren und eigentlich, dass Touch hier gespielt ist, ist meine Schuld. Wir haben das aus Australien hier gebracht und etabliert in 2003. Vor 16 Jahren organisierte der gebürtige Australier die ersten Touch-Football-Spiele und Trainingsgruppen. Klein angefangen in den Parkanlagen Berlins hat sich der Sport seitdem rasant entwickelt. Mittlerweile gibt es nicht nur zahlreiche deutsche Teams, sondern auch eine Nationalmannschaft. Die Sportart ist übrigens in Australien aus dem Rugby entstanden. Durch das Wegfallen des Körperkontaktes ist das Spiel nicht nur wesentlich schneller geworden, es können auch Frauen, Männer, Kinder und Erwachsene zusammenspielen. Ein Spiel, das erfunden war von Leuten, die große Fans von Rugby waren. Aber sie wollten Rugby nicht spielen wegen dem Kontakt. Und sie wollten ein Spiel entwickeln, das ähnlichen Sinn war, aber das ein Spiel, das alle spielen könnte. Nicht nur bei den Temperaturen, auch auf dem Spielfeld ging es heiß her. Nach vielen Vor- und Endrundenspielen konnten sich die Teams Touch Frankfurt und Galaxy Prag für das Match um den dritten Platz qualifizieren. Die Tschechen ließen den Frankfurtern hier kaum eine Chance und gewannen souverän mit 6:2. Im Finale kam es dann zum absoluten Topspiel des diesjährigen Capital Cups. Die Gäste der Raptors Exeter aus der Touch-Football-Hochburg Großbritannien trafen auf die Lokalmatadoren Touch Berlin. Hier wurde sich nichts geschenkt und das Spiel endete denkbar knapp mit 6:5 für die Mannschaft aus der Hauptstadt. Es ist super schön, hier in unserem eigenen Turnier in Berlin das Turnier zu gewinnen. Wir freuen uns, dass alle gekommen sind hierher. Und die Afterparty kann beginnen. Nach dem anstrengenden Turnier stand für alle Teilnehmer die Afterparty im Berliner Wedding an. Doch vorher wurden noch die MVPs, die besten Spieler des Turniers, geehrt und die Pokale an die Siegerteams vergeben. Für nächstes Jahr hoffen wir uns natürlich auf wieder ein so hervorragendes Wetter und eines der größten deutschen Touch-Football-Turniere in die nächste Runde geht.